diese VR-Technologie, diese Brillen, das ist der Wahnsinn. Ich spüre mich, als wäre ich im Spiel, als könnte ich die Figuren wirklich schon fast anfassen. Ich sollte Ben an seinen Neuzugänger erinnern. Das letzte Mal in diesem Jahr und der vergisst es schon wieder. Das geht doch nicht. Mann, ey, nicht mal beim letzten Neuzugänger-Video in diesem Jahr denkt er daran. Ben! Ben! Was machst du denn da? Wow, diese VR-Technologie. Ich glaube, ich will nichts anderes mehr in meinem Leben. Ich mach nichts. Ich mach jetzt die Neuzugänge. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und heute geht es mal um die Neuzugänge für den Monat Dezember im Jahre 2016. Ja, heute gibt es das Video zu den letzten Neuzugängen, die ich 2016 noch ergattern konnte und das nächste Video handelt dann auch schon zum Thema 2017. Ich bin ganz gespannt, was da dann alles so auf mich zukommt, was ich so für die Sammlung finde. Ich hoffe eine ganze Menge cooles Zeug. Und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht nochmal. Also ein frohes, gesundes neues Jahr an euch alle. Das ist natürlich das Wichtigste, dass ihr alle gesund bleibt. Und ja, bleibt weiterhin so gut drauf, wie ihr seid. Und einfach bleibt euch selbst treu. So, mehr dazu sage ich jetzt mal nicht, sondern jetzt fangen wir direkt an mit den Neuzugängen. Und anfangen tue ich hier mit dem hier, dem Jingle Bell Chompy Mage, eine Skylander Sensei Figur für Imaginators, die mir ja freundlicherweise von Activision zur Verfügung gestellt wurde. Da nochmal vielen, vielen Dank dafür. Also hat mich das nichts gekostet. Und dazu bekommen habe ich nochmal zwei Sachen, die ich euch in dem Video nicht gezeigt hatte, da ich das schon mal für euch ausgepackt hatte. Aber das war auch dabei. Nochmal ein Wasser und ein Erdkristall. Also da nochmal riesen Dankeschön an Activision. Ja, super Sache. Dann habe ich mir gekauft, das habt ihr auch in dem Video gesehen, die Amiibo-Figuren, die neuen von Zelda, von dem Anniversary, nämlich einmal hier den von Ocarina of Time, dann den Pixel-Link aus dem alten Zelda und natürlich aus The Wind Waker nochmal Prinzessin Zelda. Ich hoffe, das stellt auch ein bisschen scharf. Und Link aus The Wind Waker natürlich auch. Ja, diese vier Amiibo-Figuren direkt zum Release und hat dann jeweils 14,99 € gekostet. Ich will ja eigentlich nicht so unbedingt Amiibos mehr zum Release kaufen, aber bei denen habe ich dann doch mal ein Auge zugedrückt. Ja, also war das ungefähr 60 €. Ganz schön viel für Amiibo-Figuren, aber hey, ich bin Zelda-Fan, also warum nicht? Ja, dann habe ich was fürs Nintendo 64 mal gekauft. Da habe ich ja auch schon länger nichts gefunden. Nämlich diesmal das Spiel War Gods, auch mit Verpackung und allem. Hat mir noch gefehlt in der Sammlung, habe ich noch nicht gehabt und deswegen habe ich mir das einfach mal geschnappt. Hier vorne ist noch so ein Sticker drauf mit FSK 18, den muss ich dann mal abmachen. Ja, ist so ein Kampfspiel und gekostet hat mich das Ganze 19,90 € und ein weiteres Spiel in der Sammlung. So, dann habe ich mir auch was fürs Super Nintendo gekauft, was mich sehr gefreut hat. Zustand ist vielleicht nicht so der beste, aber für mich noch auf jeden Fall ausreichend. Das Spiel namens Dennis. Ja, ob das jetzt so gut ist, das bezweifle ich jetzt gerade einfach mal so ein bisschen. Ich habe es jetzt nicht gespielt. Aber das hat mir auf jeden Fall noch in der Sammlung gefehlt. Und das Ganze hier auch mit Verpackung. Sehr cool. Und bezahlt habe ich dafür 27,78 €. Ja, eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen viel, aber ich habe es dann doch mal mitgenommen, damit ich das jetzt erstmal habe. So, dann haben wir noch ein weiteres Super Nintendo Spiel, was ich auch noch nicht hatte und jetzt habe ich das auch, nämlich Krusty's Super Funhouse mit den Simpsons. Sehr coole Sache, habe ich nicht gehabt, habe ich jetzt endlich meiner Super Nintendo Sammlung hinzufügen können. Auch vielleicht nicht perfekt erhalten, aber das ist mir ja nicht allzu wichtig, solange es Wesen trotzdem noch halbwegs vorhanden ist und halbwegs komplett ist. Ja, Krusty's Super Funhouse für nur 12 € und hey, da nehme ich das auf jeden Fall mit. Ja, dann habe ich was für den Game Boy Color, ein Spiel namens Pong. Ja, der alte Klassiker nochmal für den Game Boy Color mit wahrscheinlich so ein paar verschiedenen Variationen. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber ist sicherlich eine ganz nette Sache. Das habe ich geschenkt bekommen, daher habe ich dafür nichts bezahlt. Auch das hat mir noch gefehlt. So, dann haben wir hier ein Spiel, das hat mich auch ganz doch gefreut, dass ich das gefunden habe, auch zu dem Preis, nämlich
Ottos, Ottifanten für den Gameboy auch komplett und so weiter. Baby Brunos Albtraum heißt dieser Titel hier genau. Und das habe ich auch nicht gehabt. Sehr cool. Ich mag ja Otto und die Ottifanten sind auch eine Erfindung von ihm. Ja, das Ganze gab es komplett für nur 14,95 €. Da gehe ich auch nicht dran vorbei. Und dann haben wir noch ein weiteres Gameboy-Spiel, wo ich auch sehr froh bin, das gefunden zu haben und vor allen Dingen zu dem Preis. Nämlich dieses hier. Solomon's Club. Das ist, glaube ich, sogar so ein Adventure-Rollenspiel, sowas in der Richtung. Oder ist das ein Puzzlespiel? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber hier steht auf jeden Fall, in jedem Level gibt es 10 Räume. Also es ist doch mehr so ein Puzzlespiel, glaube ich. Ja, auch das gab es jetzt komplett. Sehr cool. Und das gab es auch nur zu einem Preis von 4,44 €. Ja, also da nehme ich das auf jeden Fall mit. Wunderbar. So, dann haben wir hier noch was fürs NES. Da haben wir hier ein Spiel, das habt ihr noch nicht gesehen, nämlich Wario's Woods. Ein Spiel, welches auch nicht so toll erhalten ist, aber immerhin ist die Verpackung noch dabei. Das freut mich natürlich, das ist auch so ein Spiel, was mir noch für Super Nintendo fehlt. Aber jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal die NES-Variante. Und das hat auch nur 12,05 € gekostet. Und ja, da nehme ich das auf jeden Fall mit, denn fürs NES hatte ich es ja auch noch nicht. Ja, dann haben wir hier noch zwei NES-Spiele oder drei NES-Spiele, die ihr ja auch in einem Video gesehen habt, wenn ihr das geguckt habt. Einmal Wrecking Crew mit Verpackung und allem, was mich ja sehr gefreut hat, was auch richtig gut noch vom Zustand her ist. Und dafür habe ich bezahlt 13,90 €. Dann das Spiel, welches ein bisschen teurer war, Panic Restaurant, für das NES auch komplett und für meinen Geschmack auch in einem sehr guten Zustand. Richtig cool, was ja auch ein bisschen wertvoller ist und bezahlt habe ich dafür 99 €. Klingt viel, aber wenn man weiß, was das so auf eBay und so kostet, dann ist das schon ein guter Preis. So, dann noch ein NES-Spiel ohne Verpackung, nämlich dieses hier, Ninja Gaiden 2 in der US-Version. Und da hatte ich euch einen Preis gesagt im Video, ich glaube von 18,99 €, was ich dafür bezahlt habe. Wo ich ja etwas überrascht war, dass es dann doch die US-Version ist. Ich habe dann mit dem Verkäufer da nochmal gesprochen gehabt, dass das leider jetzt eine US-Version ist und so weiter. Und er hatte mir erst angeboten, das zurückzuschicken, das wollte ich aber nicht. Und dann war er so freundlich und hat mir dann angeboten, weil es halt nun doch eine US-Version ist und nicht ganz richtig angegeben war, mir nochmal 5 € zurückzuschicken. Sehr coole Sache. Also habe ich das jetzt für, lasst mich nicht lügen, 13,99 € bekommen. Und da ist das doch dann ein super Deal. So, was haben wir noch? Dann habe ich hier was für den Nintendo 3DS. Das war ein Tausch, also auch dafür habe ich nichts bezahlt. Ein Monster Hunter Generations. Ja, ich habe ja Monster Hunter 3 Ultimate sehr viel gespielt, fand das sehr, sehr cool. Monster Hunter 4 habe ich dann so ein bisschen mal gespielt, müsste ich vielleicht mal weitermachen. Und jetzt habe ich Monster Hunter Generations, wo man ja irgendwie mit verschiedenen anderen Spielen so Kostüme hat und so weiter. So kannst du, glaube ich, als Link auch rumlaufen und deine Katze hier kannst du als Mario verkleiden und so weiter und so weiter. Ja, ist sicherlich auch ganz cool, muss ich mir dann mal anschauen. Dann habe ich hier jetzt noch was für die PlayStation 3. Da gab es einmal für mich Schlag den Raab, das dritte Spiel. Ich finde es ja aber noch sehr schade, dass Raab weg ist und kein, ja, nichts mehr im Fernsehen macht. Bin ja großer Fan dieser Serie und habe davon schon das zweite Spiel. Jetzt habe ich auch das dritte. Ist meiner Meinung nach sehr unterhaltsam, wenn man das mal gegen einen Freund zockt. Und dann kann man mal so ein bisschen Quizspiele spielen und so ein bisschen, ja, Geschicklichkeitsspiele. Ist eine ganz nette Sache. Und das gab es auch für gratis, denn das war auch ein Geschenk. Ja, Schlag den Raab, das dritte Spiel. Und ich finde es übrigens doof, dass es das erste gar nicht auf der PS3 gibt. Aber schade. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier was für die PlayStation 4. Ein Spiel, das nennt sich Deadpool. Auch ein Spiel, wo ich immer mal überlegt habe, mir das zu holen, weil das ja eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Dann habe ich ja den Film damals gesehen, der dann rauskam. Dann war das Spiel sowieso sehr teuer, weil alle das so gehypt haben und das alle haben wollten. Da habe ich aber gewartet und jetzt habe ich es gefunden auf eBay für 10 €. Da habe ich dann mal zugeschlagen. Ich habe auch schon ganz kurz reingeguckt. Der Humor ist halt schon ja, interessant, sage ich mal. Und das Gameplay sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also ich werde dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Und jetzt haben wir hier Deadpool für 10 €.
So, dann haben wir noch weitere Spiele für die PlayStation 4, nämlich, das zeige ich mal kurz im Schnelldurchgang, Resident Evil 4 in der Retail-Version, Resident Evil 5 in der Retail-Version und sogar Resident Evil 6 in der Retail-Version. Ja, dazu sage ich mal so viel, Resident Evil 5, dafür habe ich nichts bezahlt, das war ein Geschenk. Und diese beiden Teile habe ich mir jetzt gekauft gehabt bei Mediamarkt. Das war ja den einen Tag im Mediamarkt Online-Shop im Angebot pro Spiel 18 Euro. Also habe ich jetzt für die beiden 36 Euro bezahlt. Ich wollte die jetzt einfach komplett haben. Resident Evil 4 ist ja sowieso ein guter Klassiker, auch wenn der auch immer noch erscheint. Wahrscheinlich wird er auf der PlayStation 5 auch nochmal erscheinen. Ein richtig gutes Spiel. Resident Evil 5 ist ja so ein ganz nettes Koop-Spiel, aber Resident Evil, naja gut, das nun nicht mehr so sehr. Und Resident Evil 6 habe ich ja immer noch nicht gespielt und jetzt könnte ich es endlich mal spielen, wenn ich mich denn dazu durchbringe. Mal schauen, vielleicht dann auch eher im Koop statt alleine. Muss ich mir mal anschauen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt 4, 5 und 6 auch für die PS4 und freue mich dann auch schon auf Teil 7. Ja, wie gesagt, ein, zwei gratis und jeweils zwei andere für 18 Euro. So, einen Neuzugang habe ich noch und das ist so, ja, so fast schon mein Lieblingsneuzugang von diesem Monat. Zumindest was das Spiel angeht und was da so auch drin ist. Nämlich das hier, Seiken Densetsu Legend of Mana in der Square Millennium Collection. Das ist die japanische Version von Legend of Mana. In dieser wunderschönen Edition, da drin hat man das Spiel, dann sind da noch zwei kleine Figuren aus dem Spiel drin und auch so eine kleine Kiste, so eine Schatulle, wo man Schmuck reinmachen könnte, wenn man möchte, was auch eine Musikbox ist, die wunderschöne Musik von sich gibt, das muss ich euch auch irgendwann mal in einem Let's Show Video zeigen. Das war auf jeden Fall noch eine der Collections dieser Reihe, die mir gefehlt hat, es fehlen mir aber immer noch so ein paar, die ich unbedingt haben wollte, weil ich ja Mana-Fan bin. Und dafür habe ich jetzt mal 43,16 € bezahlt, aber das war es mir wert. Ich freue mich riesig darüber, ich finde das wunderschön und bin mega happy. Ja, das waren die Neuzugänge, die ich so im Dezember 2016 noch bekommen habe. Und dann habt ihr jetzt alles gesehen, was ich so in diesem Jahr gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch 2017 in den Videos dann weiterhin weiter. Würde mich sehr freuen. Dann macht's gut. Das war euer Bendermeister. Ein gesundes, frohes neues Jahr und bis dann.